Wegen Drohnenattacken auf das moderne Moskauer Geschäftsviertel Moskwa City ist der Betrieb an einem der internationalen Flughäfen an diesem Sonntag zeitweise zum Erliegen gekommen. Durch die Angriffe, für die das russische Verteidigungsministerium die Ukraine verantwortlich macht, wurde ein Mensch verletzt. Mehrere Bürohochhäuser wurden beschädigt. Aus dem Kreml verlautete, russische Streitkräfte hätten auf der Halbinsel Krim 25 Drohnen abgefangen. Laut dem Sprecher der russischen Streitkräfte wurden auch Angriffe der ukrainischen Truppen in der Region Saporischschja zurückgeschlagen. Durch russische Luftangriffe auf die Region Sumy wurden am Samstag mindestens ein Mensch getötet und 5 weitere nach Angaben der ukrainischen Sicherheitskräfte verletzt. Ja, 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 ja